Häufige Krankheitsbilder bei Kindern sind Viruserkrankungen, die sich äußern durch Husten, Schnupfen, Heiserkeit und in den allermeisten Fällen mit Fieber einhergehen. Gründe für Erkältungen sind, wie das Wort sagt, meistens der Einfluss von Kälte. Meistens eben nasse Füße oder kalte Nieren oder kalter Luftzug, und meistens merkt man, wann man sich erkältet hat. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, Wärme zuzufügen in Form von einem heißen Fußbad oder überhaupt ein heißes Bad, dann kann man oft eine Erkältung umgehen. Die konventionellen Therapieformen bei einer Erkältung, die beruhen eigentlich auf Abschwellung und Schmerzstillung und wirken sehr schnell. Aber meistens kommt es schneller zu einem Rezidiv, also schneller zu einer neuen Erkältung, wenn man diese Erkältung nicht durchmacht. Die alternativen Therapieformen bei Erkältungen, das ist eigentlich unsere Volksmedizin. Also das wissen vor allem die Mütter und die Großmütter, und die geben das immer weiter. Das Wichtigste ist Wärme, Zuführen von Wärme mit heißen Fußbädern oder Vollbädern, im Bett liegen, viel trinken. Also man kann natürlich verschiedene Wickel machen. Wenn die Ohren beteiligt sind, empfehle ich sehr gerne, einen Zwiebelwickel zu machen. Auf beide Ohren für 10 Minuten, eine Viertelstunde. Oder Brust und Rücken einzureiben, aber nicht immer mit der ähnlichen Eukalyptus-Einreibung, sondern auch mit Lavendelöl. Und dann bei Fieber zum Beispiel Wadenwickel zu machen. Da gibt es sehr viele homöopathische Mittel, eben die äußeren Anwendungen, Kräutertees, Dämpfen. Und wenn es zu Komplikationen kommt, zum Beispiel Bronchitis, da gibt es auch die alten Möglichkeiten, zum Beispiel von Schröpfen oder Wickelauflagen. So wie Paracelsus gesagt hat, die Natur ist eine unendliche Apotheke. Erkältungskrankheiten bei Kindern sind insbesondere in der kalten Jahreszeit relativ häufig. Das ist auch positiv zu sehen, weil sie dadurch ihr Immunsystem ausbilden. Ein Problem wird es dann, wenn die Kinder dauernd krank werden und man hat das Gefühl, sie werden damit allein nicht fertig. Bei den Vorschulkindern ist es eigentlich fast normal, dass sie eine Erkältung haben, die laufende Schnudernase den ganzen Winter, immer wieder husten. Da kommen dann die verzweifelten Mütter und sagen, was soll ich tun, der hat immer eine Erkältung. Und da muss man ihnen erklären, dass das in diesem Alter eigentlich etwas Gesundes ist. Das heißt, überwundene fieberhafte Krankheiten bedeuten eine Stärkung und Weiterentwicklung des Immunsystems. Und das Zweite, das man sagen kann aus der komplementärmedizinischen Richtung heraus, dass Fieber immer etwas mit dem Blut zu tun hat, weil die Regulation der Körpertemperatur über das Blut erfolgt. Und das ist immer ein Ansprechen des Ichs. Das heißt, überwundene fieberhafte Krankheiten tragen immer in erheblichem Maße zur individuellen Entwicklung des Kindes bei. Eine Ausnahme ist Kinder unter einem Jahr. Da empfehle ich immer, dass ein fiebernder Säugling, dass da der Kinderarzt angerufen wird.